Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Vision of Future, dem Original Let's Play zu Tomb Raider 3 Custom Level. Aber in welcher Folge sind wir eigentlich? Das dürfte Folge 2 im neuen Anlauf sein, die dritte Folge nach der Pause und insgesamt Folge 33. Weil es in keiner von denen bisher ein Intro gab, jetzt die Schnellfassung. Hier sind wir wieder. Haben diese Lore noch nicht betreten, wir sind gerade von, naja, da hinten gekommen. Und bevor ich hier reinsteigen werde, gucke ich mir natürlich an, in welche Richtung ich fahren sollte. Ich kann ja hier ein bisschen auskundschaften, bevor mich der Weg in, naja, okay, die Hölle betritt hier. Kann man denn hier runter? Ah, da kommt man nicht mehr raus. Das ist natürlich sehr doof. Ja doch, hier unten gibt es ziemlich wenig. Dann geht's natürlich jetzt wieder zurück. Nicht mit Hilfe der Grover, nein, ich brauche das Buch. Und lade hier unten nach. Der unterste Speicherslot wird von mir verwendet, um Spielübergänge in neue Folgen zu besetzen. Und ich habe da noch eine kleine Technik. Ich werde, naja, was heißt Technik? Ich mache auf Anfragen die Safe Games publik. Und da kann jeder die Stellen nachspielen, die er will. Und auch hier komme ich nicht mehr raus. Das habe ich super toll gemacht. Aber ich will mir eigentlich nur mal angucken, ob ich hier durchkomme. Ohne ein, jetzt will ich schon Minecart sagen. Ohne das bewährte Mittel Lore. Sieht bisher nämlich ziemlich gut aus. Ich nehme allerdings an, dass es hier drüben Stellen gibt, an denen ich die Lore brauchen werde. Nein, das sieht sogar gut aus. Na gut, ich werde sie einfach mal benutzen. Ich meine, warum nicht? Das ist eine schöne Fahrt. Ah. Steigen wir ein und können ja runter 8 dabei fahren. Und was wir uns jetzt gemerkt haben, ist, dass wir nicht seitlich abbiegen dürfen. Heute übrigens auch ohne nervige Indiana Jones Musik. Einfach schön geradeaus. Oh, da vorne sollte ich natürlich ducken. Und, oh, wir werden ziemlich schnell. Ich glaube, Alt war bremsen. Das sollte ich jetzt hier vielleicht kurz machen, so. Das war wahrscheinlich überhaupt nicht effektiv, weil sie nur die Animation bis hierher gemacht hat. Bei diesen wahnsinnigen Geschwindigkeiten. Das ist schon Wahnsinn. So, jetzt geht's hier unten durch. Und jetzt bremse ich ab. Was anscheinend nichts bringt. Oh doch, sie hält an. Dankeschön, Lara. Steigen wir aus. Und fallen hoffentlich nicht in unseren Tod. Ach, was haben wir hier? Einen neuen Raum. Hier waren wir ja noch überhaupt nie. Danke, Lore. Ohne dich wäre ich hier nie hergekommen. Und... ach richtig, wir können solche Häuser so nicht öffnen. Können trotzdem schon mal reingucken, was haben wir denn hier Schönes. Ich sehe ein Podest. Und da liegt sogar was drauf. Das könnte ein Schlüssel sein. Wenn sie schlau wäre, würde sie jetzt hier natürlich einfach drüber durch reinsteigen. Kann ja aber auch sich um sehr durchsichtiges Glas halten. Das ist dann Profiglas. Die durchsichtigste Variante, die sie finden konnten. Total entspiegelt und naja. Gut. Ist ziemlich teuer, deswegen verwenden das nicht viele Leute. Was haben wir denn hier überall? Hm. Also hier unten finde ich gerade relativ wenig zum Explorieren. Umso mehr zum Explodieren. Zum Beispiel diese Männchen hier, die können uns anzünden. Will ich aber eigentlich nicht herausfinden. Ich werde jetzt mal hier runter. Oh, das geht sogar. Hier gibt es sogar was. Ist ziemlich tief, aber... au, ich will auch was sehen. Dankeschön. Scheint ein geheimer Gang zu sein. Ein geheimer Geheimgang. Wer hat das denn gemacht? Und was soll dieser... etwas hier? Oh nein. Nicht sowas. Wenn ich mal kurz anmerken dürfte, dass das in Tomb Raider 2 kurz vorhanden war. Und dann wieder irgendwo umdrehen und dann geht's wieder zurück und dann... konnte man dem ewigen Kreislauf entkommen. So oder so ähnlich ging das. Och, bitte nicht. Bitte nicht. Nein, warte mal. Konnte man dich ziehen? Du siehst so anders aus. Hä? Ach du Scheiße, da kommt man ja einfach so durch. Ich werde jetzt fast dran vorbeigelaufen. Werde mir aber trotzdem nochmal angucken, was es hier drüben gibt. Das sieht nach... hm, wieso wohl nicht? Wieso passt da wohl keine Brechstange in das Schloss? Warum öffnet das wohl nicht? Na gut, das sind eh keine mechanischen Schlösser. Es müssten ja theoretisch elektronische sein. Okay, hier öffnet sich nichts mehr.
müssen elektronische Schlösser sein, weil wir immer den Schlüssel einführen und dann wo ganz anders plötzlich sich automatisch was öffnet. Das normale Schloss müsste eigentlich heißen, ich stecke einen Schlüssel rein und danach schiebt sich ein Riegel zur Seite. Oh Gott. Und jetzt darf ich klettern über Brücken. Ja, was machen wir jetzt? Klettern so vor uns her, könnte natürlich philosophieren darüber, dass man hier hochklettert. Aber wohin bringt uns eigentlich so eine Leiter? Oder wohin bringt uns unsere persönliche Leiter des Lebens? Lara, steig da bitte hoch. Mir gehen die Themen eh schon ewig aus. So. Jeder hat seine eigene Leiter im Leben, mit der er. Ach Gott, zum Glück sind wir eigentlich schon durch. Kann ich aufhören mit dem beknackten Thema hier? So. Leitern des Lebens. Okay, das war hoffentlich sinnvoll. Sind wieder zurück im Hauptraum. Wow. Das hat so viel gebracht. Und ich frage mich, ob das Feuer schon so rot war. Ich denke, nein. Ich meine, habe ich jetzt was übersehen oder soll ich jetzt nochmal durchlaufen? Und ich glaube, hier kommt was hin. Das sieht aus wie ein. Okay, es ist schon wieder nicht die Brechstange. Ich hoffe, die wird uns nochmal nützlich. Wir haben sie nochmal eingesammelt. Und ich frage mich natürlich auch, was passiert, wenn ich dann nochmal runtergehe. Wow, ich habe mich nicht losgelassen, das ist gerade automatisch passiert. Sehr schön. Ich wäre fast gestorben. Da will jemand nicht, dass ich hier nochmal durchlaufe. Vielleicht geht es ja jetzt auch woanders lang. Nein, damit darf ich den ganzen Weg nur nochmal laufen. Und verzeiht mir, dass ich jetzt nicht nochmal über Leitern des Lebens reden werde. Das Thema hat sich schon erledigt. Ah, oh. Gott, mein Kurzzeitgedächtnis. Ist gut, dass ich noch. Oh Gott, mich. Ich habe gerade gedacht, das wäre ein neuer Weg, bevor wir zur Leiter kommen, aber in Wahrheit war das ja die Leiter. Also es war gerade ein Double Fail. Im Endeffekt habe ich nämlich gedacht, das wäre ein neuer Bereich, den ich sonst vergessen hätte. Also, das ist nicht mehr feierlich, wie ich das gerade einfach mal vergessen habe, dass ich hier unten rauskam. Aber ich denke, Lara verzeiht uns das. Ich meine, ihre gute Figur kann sie eh nur durch hartes Training halten. Durch Training, Training und noch mehr Training. Und dabei unterstützen wir sie ja. Im Endeffekt, naja. Könnte sie sich echt mal bedanken und uns, keine Ahnung, ein bisschen Geld überweisen, oder? Wäre nicht schlecht. Könnte man sich ja mal überlegen. Aber wo soll ich denn sonst hin, wenn ich hier unten noch nicht lang kann? Du sahst nach Hangelbar aus. Nach Behangelbar aus. Bist allerdings viel zu hoch. Auch da drüben dürfte nichts draus werden. Vielleicht kommen wir hier ja an eine Stelle. Ja, das wird nicht klappen. Das ist viel zu hoch. Aber es gibt bestimmt noch andere Stellen in diesem Let's Play, an denen ich ansetzen kann. Wo geht's denn hier Schönes hin? Ich könnte natürlich oben mal wieder hoch. Da gab es, glaube ich, nämlich einen Weg. Ein verfolgbarer Weg. Für Lara. Für die Zivilisation, für die Menschheit. Ich habe einen Knopf gefunden. Wer macht hier einen Knopf hin? Wollt mich doch verarschen. Den hätte ich fast nicht gefunden. So. Wir öffnen etwas. Dadurch, dass wir so schönen dreidimensionalen Sound haben. Nicht. Der sich sogar Mono, glaube ich, auf unsere Kopfhörer auswirkt. Durfte ich gerade. Naja. Eine geöffnete Tür im Nirvana feststellen. Ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken soll. Auf jeden Fall. Man bekommt auf jeden Fall überhaupt nichts mit. Naja. Und warum bist du jetzt offen? Warum hat dieses Haus kein Schloss, sondern, naja, ein Knopf da unten? Ich meine im Ernst, wer baut so etwas? Wer? Ich versteh's nicht. Überhaupt nicht. Eigentlich sollte mich mehr interessieren, was ich da jetzt gefunden habe. Oh, einen silbernen Schlüssel. Der Silberschlüssel. Damit kann ich bestimmt ein silbernes Schloss öffnen. Ach. Moment, unten gab es ein silbernes Schloss. Jetzt bin ich hier oben. Was will ich denn hier machen, wenn es da unten noch ein silbernes Schloss gibt und ich einen silbernen Schlüssel habe? Ich sollte erstmal abspeichern. Dafür eignet sich dieser Speicherplatz sehr gut. Denn er ist leer. Und dann kann ich hier oben entlanghangeln. Ach, ist das schön. Diese Technik, sich irgendwo runterzulassen und dann wieder aufzufangen, ist natürlich schon uralt. Das gab es schon in Tomb Raider 5. Bestimmt auch früher. Oh, hier geht's gar nicht hin. Ich glaube, ich kann mich da gar nicht auffangen.
Hier links werde ich ohne Probleme rein können. Hup. Hätte ich aber gar nicht ausprobiert, wenn ich da nicht links auch vielleicht hätte hingehen können. Und jetzt lasse ich mir natürlich hier fachmännisch Füße voraus die Kante herab. Ich lasse mir die Kante herab, genau. Wieso habe ich Angst? Was gibt's hier? Oh, sehr schön. Mich verwundert übrigens bei den guten versteckten Gegenständen und Secrets, warum das jetzt kein Secret war. Mal ganz im Ernst. Und wo ist eigentlich die ganze Musik hin? Wird die geklaut? Ich höre zumindest momentan keine Hintergrundmusik. Keine Höhlenmelodien, keine... Ah! Von euch wollte ich ehrlich gesagt sehr wenig hören. Moment, ich muss ja so viel springen. Mit der Waffe muss ich immer neu absetzen. Diese Waffe eignet sich da allerdings ganz gut für das Zurichten von Schmerzen an Gegenständen, die ebenfalls Schmerzen zufügen können. Ja. Oh. Bitte. Macht keine Töne mehr, ja? Euch habe ich nicht gemeint mit, es ist zu leise. Und jetzt weiß ich auch, was passiert, wenn ich sage, dass es mir nicht laut genug ist. Aber auf jeden Fall gerade sehr gut, ein großes Medipack einzusetzen. Passender geht's ja fast gar nicht mehr. Ich finde es generell ein bisschen doof, dass es 100% und nicht einfach 80 restored, weil man ja im Grunde immer ein bisschen was verschwendet, ein bisschen was übergibt. Aber noch interessanter finde ich, dass es hier sonst nichts gibt. Frechheit. 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 Bin ich jetzt hier ganz umsonst rein? Also praktisch für die Munition einer Waffe, die ich eh nicht so benutze, verglichen mit der Waffe, die ich für die Hunde aufbringen muss, plus Medipack. Also für die Waffenmunition. Ich meine, ach nein, das war's doch jetzt nicht, oder? Och bitte. Ich will mehr Nutzen aus diesem rausschlagen, als er hat. Gib mir mehr Nutzen. Gib mir Sinn. Give me reason. Und mir ist kalt, also give me fire. Oh. Oh. Ich habe Reason gefunden. So, jetzt noch Feuer, dann bin ich glücklich. Das ist ja schon mal sehr schön. So. Warum will ich da nicht runter? Oh, das sieht gut aus. Hier war ich schon mal. Das erinnert mich an unseren schönen alten Ort Herbert. Das ist der Herbert. Der Ort Herbert. Und was soll ich jetzt hier? Ich brauche wahrscheinlich so einen kleinen Rückweg, weil der andere Weg ja gar nicht mehr befahrbar ist. Beziehungsweise eben bloß befahrbar wäre. Aber unsere Lore ja wo ganz anders steht. Jetzt haben wir also einen Shortcut zwischen der Verbindung hier. Hilft mir aber eigentlich nicht weiter. Hier drüben gab es ja nirgendwo ein Schlüsselloch. Ein silbernes. Für unseren silbernen Schlüssel. Also wenn ich mir jetzt recht überlege, muss ich da jetzt hinten wieder runter. Es führt kein Weg dran vorbei. Ach, schade. Schade, schade. Schade. Hoffentlich merkt keiner, dass ich hier gerade durch mehrmaliges Sagen von Wörtern, die ich bereits benutzt habe, ohne Recyceln, also, wie komme ich jetzt überhaupt auf Recyceln? Ja, hoffentlich kommt halt keiner drauf. Nein. Ja, schon wärmer. Lara, du schaffst das. Hallo? Bitte. Na gut. Na gut. Nein, der Silberschlüssel ist jetzt erstmal sehr, sehr egal. Und oh, ich darf da nochmal durch. Ach, ein bisschen, wie wäre es mit ein bisschen Weihnachtsmusik? Bitteschön. Genug für den Anfang, genug, genug. Wir müssen uns auch noch ein bisschen Weihnachtsstimmung für die späteren Weihnachten aufheben. Die geht ja auch irgendwann leer.
konnten damit jetzt allerdings immerhin ein bisschen Munition, Leben zumindest sparen. Munition nicht direkt, nur indirekt, da wir jetzt eine Waffe benutzt haben, die wir sonst nicht benutzen würden. So, und weil ich hier nicht lang will, geht's wieder hinunter. Und zurück in den anderen Bereich. Ach, wie schön das Leben doch ist, wenn man mit Lara, wenn man Lara ist. Naja, nein. Im Grunde ist das hier doch ganz schön. Ich meine, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als hier eine Stelle doppelt zu spielen, weil Lara so schön rumbackt. Und diesmal werde ich da unten an der Schräge sofort springen, damit ich da nicht nochmal eingesperrt werde. So. Seid ihr mehr geworden? Vermehrt ihr euch? Jetzt geht's ja nochmal runter, denn wir haben da unten ja ein Schlüsselloch. Ein sehr schönes Schlüsselloch. Ein sehr silbernes Schlüsselloch. Oh ja, oh ja, oh ja. Ich mag silberne Schlüssellöcher. Ich mag eigentlich die Schlüssel zu den Schlüssellöchern. Macht aber keinen Spaß, wenn man vorher kein, Schlüsselloch gefunden hat. So, das war meine kleine Trinkpause. Die habe ich ja sonst nicht mehr, weil ich, wie soll man sagen? In Tomb Raider 3 gibt es einfach nicht diese ganzen Filmsequenzen und Musikstücke, in denen man mal kurz leise ist und dann kann man mal kurz was trinken. Ich kann hier nur Lara die ganze Zeit gegen die Wand patschen lassen mit den ganzen Kurzsprints. Aber setze hier jetzt einen silbernen Schlüssel ein. So. Hoho, was habe ich denn jetzt bekommen? Okay, hier sind wohl keine Gegner. Hier sind ebenfalls keine Gegner. Aber hier ist ein Schalter, der ist sehr verdächtig aus. Sind das Türen? Nein. Beides keine Türen, denn man hört auf, dagegen zu laufen. Ist also eine Wand. Und auch hier hat meine Desert nichts zu tun bekommen. Bedeutet wohl, es geht einfach wieder hoch. So. Häng dich dran, Lara. Wir müssen uns beeilen. Wir hängen lang nicht... Warum verspreche ich mich denn gerade so? Wir hängen leicht über der Folgenlänge. Und irgendwas muss doch passieren. Oh. Gut, irgendwas ist passiert. Ich muss jetzt schnell irgendein Ende finden, bevor nichts Neues passiert. Wie kriege ich... Okay. Und hier? Du auch, okay. Jetzt habe ich mich schon gewundert, wie ich denn hier ein schönes Ending kriegen soll. Aber das ist ja eigentlich ganz passend. Ich lasse euch entscheiden, ob ich nach links oder nach rechts laufen soll. Schreibt es einfach in die Kommentare. Es wird zwar verschwindend gering, eine verschwindend geringe Anzahl an Kommentaren geben, weil die Laufzeit von diesem Vote ja irgendwie, 4 Tage beträgt maximal. Aber wäre mir doch wichtig, dass nicht ich schuld bin, wenn wir jetzt in unser Verderben rasen. Also, viel Spaß. Ich will mich jetzt auch gar nicht rechts festlegen, wo ich hin soll. Rechts. Und deswegen sehen wir uns rechts in der nächsten Folge. Rechts. Euer Rasch.